Hallihallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon-Meister Dungeons Erkundungsteam Himmel. Nein, ich habe jetzt... So, jetzt habe ich auf das Fenster geklickt. Ja, im letzten Part haben wir Kapitel 5 angebrochen und haben Pokémon identifiziert und haben halt so ein paar Missionen gemacht. Und jetzt hat das Team hier erfahren, also der ganze Bau hier, die beziehungsweise Knuddelluftgilde, da haben wir ja sogar einen offiziellen Namen, dass ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde und deswegen die Sümpfe, war das Sümpfe? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, die Zeit da stehen geblieben ist. Und dementsprechend müssen wir jetzt uns ein bisschen um was anderes kümmern. Wir werden zum Wasserfall geschickt und müssen da irgendwas finden. Ja, das machen wir auch direkt. Aber ich möchte mir hier nochmal das Tagebuch durchlesen. Hier steht etwas geschrieben, weil das haben wir nämlich am Ende vom letzten Part noch entdeckt. Tagebuch von Beniza lesen? Klar. Ich gebe mein Bestes. Jawohl, ja, Journal von Beniza. Eintrag 1, ich gebe mein Bestes. Tag XX, Monat 00, Sonic. Uff. Ich halte lang hier zu sein, dass ich hier in dieser Gilde als Lehrling angenommen wurde. Es ist ja irgendwie, dass ich da so sehr schräg und langsam zu sein. Jawohl, ja. Als ob ich das nicht wüsste. Ich war ein langsamer Arbeiter und froh, länger als andere und Dinge zu lernen. Und uff, ich vermisse meine Heimat und meine Leute. Jawohl, ja. Aber ich kann das nicht sagen, was ich sagen möchte, wenn ich es jetzt gestorben gebe. Nein, wirklich nicht, ich bin ein Kind. Jawohl, ja, ich habe einen großen Traum. Ich werde sicher einmal mein erstes ihrer Kunde. Jawohl, ja. Und deshalb habe ich jetzt diesen Tagebuch hier aufgenommen. Ich habe mir das festhalten, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Jawohl, ja, morgen wird sich ja ohne Haut das Lust und die Dinge in Angriff nehmen. Okay. Das ist ein sehr nerviger Charakter zum Sprechen. Weil ihr müsst wissen, ich mach mal so, wenn ich das sage und so. Ihr wisst schon. Sieht man Gott sei Dank nicht immer. Sehr gut. Ja, Journal 2 von Beniza. Eintrag 2, unbeschwerte Zeit, Tag XX, bla bla bla. Jawohl, ja, Mensch, ich bin glücklich. Oh, warum ich glücklich bin? Nun, endlich habe ich den Mitglieder unter mir. Upp, das ist ziemlich toll. Und die beiden sind so freundlich und nett. Ich bin so glücklich, jawohl, ja. Ich muss für meine neuen Freunde einen guten Serverblock geben. Ich muss besser werden, jawohl, ja. Ja, ich habe gleich morgen halt an. Okay, was haben wir hier noch? Patzer am Infobrett. Jawohl, ja, der Journal von Beniza. Patzer am Infobrett, Tag. Ich habe es nicht gemerkt. Nach dem Annehmen von Jobs von meinem Job und genug Infobrett muss dann aussehen. Auf der Jobsliste wählen, um sie zu erledigen. Das wusste ich nicht. Ich bin also in Dungeons gegangen, um die Jobs mit Aussehen zu aktivieren. Wenigstens Kind, ich Vollidiot. Uff, warum, dass ich meine Jobs nicht erledigen konnte, ob ich den entsprechenden Dungeon betreten habe. Jetzt verstehe ich auch, warum Florian es auch gemacht hat, wenn es um mich geht, Dungeons Kind. Das ist aber auch eine dumme Sache eigentlich. Das ist aber auch eine sehr dumme Sache, muss ich gestehen. Ah, eine noch und dann trinke ich erstmal einen Schluck. Erkunden mit Sunflora. Jawohl, ja, Journal von Beniza, Erkunden mit Sunflora. Sunflora, ich sehe ich toll. Jawohl, ja, neulich bin ich jetzt Sunflora auf Erkundung gegangen. Wie ich sicher herausstellte, ist ja vorher ein richtiger Zettel, was Dungeon-Kämpfer anbelangt. Wenn der Gegner aus der Reichweite ist, regt sie sich nicht auf den Ziel, sondern drückt A für einen Angriff ins Leere. Dann drückte der Gegner die Distanz in seiner Runde. In der Folgerunde ist sie dann die erste in der Reichweite für einen Treffer. Jawohl, sie weiß echt, was sie tut, Donnerwetter. Ich wollte schreien und brillen, als ich sie dieses Trick habe einsetzen sehen. So aufregend war das. Das heißt, was dich ergeht, ist, dass ich immer in einen Kampf. Daher bin ich auch immer der Erste, der getroffen wird. Aber ich hätte das ist in Ordnung. Ich weiß, wie man das macht und kann dir vielleicht dir erkunden. Jawohl, ja. Okay, es ist tatsächlich sehr nervig zu sprechen. Tut mir leid, wenn das sehr unangenehm klingt, aber ich muss tatsächlich mal kurz einen Schluck trinken. Wollte ich eigentlich zwischen den Parts machen, aber dann wollte ich so sehr aufnehmen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich nehme jetzt einfach auf. Ich werde auch nur ein, zwei Stücke sein, also bitte nicht drüber ärgern. Vielleicht wäre ich auch raffiniert genug und habe das einfach rausgeschrieben. Das kann natürlich auch sein.
Naja, Leute, ich bin dann mal soweit und. Was ist. Ist da noch ein Tagebuch? Das ist das Tagebuch von Sir Flora. Ach komm, das lesen wir heute nicht vor. Nein, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, komm, wir gehen jetzt weg hier. Ich will ja natürlich noch heute noch was erkunden. Ganz klar. Gut, oh. Oh, TK und Masa ist auch da. Palim, palim. Huch, was macht Palim, palim denn da? Oh, was hat er denn jetzt vor? Hallo, was ist denn hier los? Das ist hier ein Treffpunkt. Ich habe ihn heute erst eröffnet. Ein Treffpunkt? Ja, hast du schon mal daran gedacht, mehr Mitglieder ins Team aufzunehmen, Palim, palim, Masa? Mehr Mitglieder? Na klar, es wäre cool, neue Teammitglieder zu treffen. Wenn wir nicht mehr nur zu zweit wären, das wäre bestimmt hilfreich. Wir haben Kunden von Dungeons. Na also, dann solltet ihr euch neue Mitglieder anwerben. Oh, wie geht das denn? Ich läute hier ganz einfach in die Freundesglocke für euch, Team Maskey. Dann mal los. Hey ja! Palippa-Blim läutet die Freundesglocke. Ich glaube, das ist der Connect-Modus, wenn man sich mit einem Spieler verbinden möchte. Team Maske ist nun in der Lage, neue Mitglieder anzuwerben, oder ist das tatsächlich die neue, die eigentliche Funktion, die man schon kennt? Wirklich? Ja, ihr bekämpft Pokémon in Dungeons, nicht wahr? Ab sofort kann es passieren, dass manche Pokémon aus Respekt vor euch Team Maske betreten wollen. Palim, palim. Habt ihr ein Pokémon einmal angeworben, könnt ihr es mit auf Erkunden von Dungeons nehmen. Dazu kommt ihr dann zu meinem Treffpunkt und bestimmt, welche Mitglieder ihr mit auf Erkundung nehmen wollt. Kommt also immer zu mir, wenn ihr Rekruten mitnehmen wollt. Palim Palim. Wow, danke Palim Palim. Oh, das ist tatsächlich. Das ist ein Feature, das ist auch schon im ersten Teil so gewesen. Ziemlich praktisch. Also, das kann halt jederzeit passieren. Wenn ihr noch früh genug erleben, denke ich. Was ist los? Oh, da ist ja noch was aufgetaucht. Alles klar. Hier sind Treppenstufen. Etwas steht auf dem Schild geschrieben. Wie? Was ist das denn? Da steht Pandia-Café. Hoffen und Träume, Eröffnung in Kürze. Dicke Belohnung. Sieht so aus, als ob demnächst ein neuer Laden aufmacht. Aber Hoffen und Träumen? Ich frage mich, was für ein Laden das wird. Lass uns wiederkommen, sobald er geöffnet hat und sehen, was es mit diesem Laden auf sich hat. Ja gut, das werden wir irgendwann tun. Aber es ist im Moment noch nicht wichtig. Ich muss erstmal zu... Nee, erstmal zu Pekleon. Ich will halt immer wissen, ob wir da irgendwelche coole Items wieder kaufen können. Sowas wie Sindelbeeren und Belebersamen. Kaufen. Aber natürlich, sieh dich nur um, mein Schätzchen. Oh, da sind sogar Sindelbeeren und Belebersamen. Also wir haben auch wieder genug Geld für rein theoretisch für den Belebersamen. Kann man eigentlich mal eben machen. Wir heben einfach mal das ganze Geld ab und legen dann das ganze Geld auch wieder auf die Bank. Ja, komm hier. Wir kommen ja für das Relief von Bank. Nehmen. Alles. So. Bitte erstmal wieder. Jawohl. Gut. Dann geht's jetzt wieder zu Dings. Und dann kaufen wir uns die beiden Sachen mal eben. So, ich leg mal ein paar Sachen wieder ab. Ich meine, wir hatten ja noch sehr viele Plosivsamen, wenn ich mich recht erinnere. So, die Sinnelbeer kann natürlich auch erstmal weg. Nimm den Schlafsamen auch an. Alles klärchen. Ja. Okay, alles deponiert. Ich möchte auch noch was mitnehmen, bitte. Ich glaube, das ist nicht mehr geordnet. Oh, Belebersamen. Hier sind gibt es Levelsamen. Die nehmen wir auch nochmal mit. Das ist sowas wie Sonderbonbons, kann man so ein bisschen damit reichen. Regimax. Oh, das ist auch nicht schlecht. Hier, das Ganze kann gleich mal so ein bisschen futtern, damit er ein bisschen klüger agiert. Verbessert oberste Attacke. Okay. Wir probieren das alles mal ein bisschen aus. Ich habe eigentlich immer ganz gerne zumindest einen Belebersamen dabei. Einfach für den Notfall. Gut. So, dann möchten wir mal eben die Sachen ein bisschen nehmen. So, Levelsamen. Es ist wieder so eins. Ah, okay. Oh. Hier kommt das. ja, okay. Komm, hier Masa kriegt das. Und den Belebersamen nehmen wir so mit. Essen, Masa.
Ich weiß gar nicht, was der Kuh halt bei mir bringt, selber. Wenn ich den halt einsetze. Weiß nicht, was das bei mir erhöht. So, das Neonband kann also hier bleiben, der Level Samen auch. Ich meine, ist ganz cool, aber... ja, ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Ja, gar nicht. Alles Klärchen, das ist alles, ja. Noch was? Nö. Okay. Hallo. Kaufen! Ja, sowas von... Die Lebersamen möchte ich mitnehmen. Ich meine, die sind ja nicht oft da, das ist halt... Ist halt mittlerweile klar geworden. Die anderen Belebersamen, die lasse ich einfach hier. Wir haben schon ungefähr 10 Minuten, alles klar. Das ist, geht tatsächlich sehr schnell hier rum. Okay, alles deponiert. Du kannst immer auf mich zählen, Schätzchen. Das ist doch sehr cool. Ja gut, Lagern, alles reißt, also es ist tatsächlich nicht mehr viel, aber hey, immer besser als gar nichts. Gut, ja Leute, auf zur Mission, beim Speichern, wenn wir schon hier können, so. Gut, dann hätte ich das gleich auch. So, wohin soll die Reise gehen? Einmal zu den geilen Wasserfall, bitte. Ich meine, Plalipalip kann ja da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Der interessiert mich gerade nicht. So, geiler Wasserfall. Das ist also der Wasserfall, der ein Geheimnis bergen soll. Wow. Das Wasser kommt mit einer ganz schönen Wucht herunter. Versuchst du mal näher ranzugehen, TK? Stimmt. Es ist unglaublich. Ich kann in diesen Wassermassen kaum stehen. Wow. Siehst du, es ist richtig heftig. Wenn man unter diesen Wasserfall geraten würde, bekäme man sich ja einiges ab. Man würde wahrscheinlich sterben. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das Wasser mit so einer Wucht herunterstürzt. Wo sollen wir überhaupt anfangen zu suchen? Oh, ich habe eine Vision. Hm. Irgendwas kommt mir bekannt vor. Es ist wieder dieses Schwindelgefühl. Ah, Knuddeluff. Scheinbar. Was? Hat es gerade eine James Bond-Rolle gemacht? Okay. Es ist wieder passiert. Ich habe etwas gesehen. Aber was habe ich gesehen? Huch, was ist TK? Was? Du hattest noch eine Vision? Diesmal hast du ein einzelnes Pokémon in diesem Wasserfall springen sehen? Und nicht nur das. Hinter dem Wasserfall ist eine verborgene Höhle? Hm, aber das Wasser scheint wirklich mit einer großen Wucht herunterzukommen. Stell dir vor, hinter dem Wasserfall wäre in Wirklichkeit eine harte Felswand. Autsch. Wenn wir versuchen würden, hier durchzuspringen, dann würden wir ziemlich hart aufschlagen. Also TK, was denkst du, TK? TK. Ist da wirklich etwas hinter dem Wasserfall? Bist du wirklich überzeugt, dass da eine Höhle ist? Ja. Nun in Ordnung. Ich vertraue dir, TK. Ja, ich glaube fest an dich, TK. Oh Mann. Okay, ich muss jetzt tapfer sein. Wenn ich Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo abspringe, dann wird es sowieso nicht gut um mich gestellt sein. Wenn ich es tue, dann hoffe ich, dir ein bisschen zögern. Was? Sei tapfer. Sei so tapfer wie noch nie. Fertig? Los, CK. 3, 2, 1, jetzt! Wow! Wow. Au. Da ist Yoshi. Was ist das? Es ist eine Höhle. Du hattest tatsächlich recht, TK. Lass uns diese Höhle erkunden, TK. Lüften wir ihr Geheimnis. Auf geht's. Wasserfall, Höhle U1. Okay. Warum hast du das jetzt weggeworfen? Okay. Bodycheck wird stärker. Ist das so eine einmalige Sache oder kann man die tatsächlich nur... Oh, das hätten sie mir aber beschreiben können, wenn das jetzt tatsächlich so ist. Ah, Felino. Oh, cool, das hätte ich gerne.
verlieren wäre ziemlich cool. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Verschwinde. Oh. Es ist ja ein Wasserpokémon. Ich habe mit Fambi jetzt wahrscheinlich hier riesige Probleme. Und ein Schleimock. Oh. Ist halt die Frage, wie viel Mühe gebe ich mir jetzt in diesem Dungeon? Weil eigentlich. Oh, ein Schmerbe. Oh, was machen? Nassmacher, nein! Okay. Maser regelt wieder mal. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes? Da ist ein Item. Ein Warpsamen. Okay, das, okay, das sind die Teile. Die, die Warp meine halt immer random. Also ich hatte damals tatsächlich. Geweiher? Wo? Wo ist denn. Hä? Ach, da ist das Geweiher. Oh. Hallo. Okay, man hat es tatsächlich nicht gesehen, weil es irgendwie nicht im Raum war. Weiter. Wasserfall U2. Pokédollar. Ah, dieses mit dem nur drauf treten ist schon wieder. Also mit. Verstehe mich nicht falsch. Fambi ist super cooles Pokémon, aber Fambi ist in dieser Höhle total. Total aufgeschmissen. Weil wir haben hier halt sehr viele Wasser-Pokémon. Scheinbar. Okay, es ist auch der erste etwas größere Dungeon. Ja, die machen. Ja, das macht halt unglaublich viel Schaden. Wäre halt nur cool, wenn Maser sich auch wirklich hinter mich platzieren würde und nicht da hinten rumstehen würde. So. Ich möchte sie den Bär fressen. Alles andere wäre lebensmüde. So, weg mit dir. Boah, das wäre schon ein cooles Pokémon, durchaus. Also. Es würde mich schon freuen, wenn es sich uns anschließen würde, so ein Felino. Aber ich glaube, wir haben den. Das fängt schon wieder an, mich anzugreifen. Mit 70 Schaden. Das ist unglaublich fies und unglaublich heftig. Ah, da kannst du da. Na gut, wir haben da oben noch einen Weg. Okay. Da ist ein Schmerbe. Mach den nass, mache ich mal einen Bodycheck. Oh, was? Rückstoß. Ach so. Ah ja, mit dem gab's ja auch noch. Oh, Schmerbe möchte das Team. Ja. Nö. Ich meine, ich hätte das jetzt, Akanon nennen können. Mann! Felido! Nein! Hau ab! Ich probiere es jetzt schon nicht mehr Sindelbeeren dabei zu haben. Hier, Bodycheck. Nimm das. Geh weg. Das waren alle Lebensula. Ah, da ist die Treppe. Oh Gott, ich glaube, ich will hier ganz schnell weg. Ganz schnell weg möchte ich hier. U3. Was haben wir hier? Ein Schlafsamen. Okay, ja, gut. Nein, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich möchte nicht bleiben. Ist auch gar nicht. Ich glaube, wir müssen einfach nur das Ende erreichen. Das ist, glaube ich, das Hauptziel. Was ist da oben? Top-Elixier und Pokédollar. Wenn das ein Pokédollar ist, wird wahrscheinlich kein Pokédollar sein, sondern Pokégold oder sowas. Und hallo Luturzell. Dich will ich ja auch nicht sehen. Oh, super blöd. So, danke. Und Apfel. Das nochmal. Da sind nochmal Pokédollar. Die nehme ich natürlich alle gerne mit. Können wir alles gebrauchen später. Oh, das ist einfach. Bin aber neugierig, was da oben ist. Geld und ein Apfel. Okay. Gut, den Apfel lasse ich da einfach mal sein. So, U7. Haben wir Geld. Eine Sindelbeere praktisch. Ein Köder-Orb. Ich glaube, die kann man mehr Pokémon mit begegnen, glaube ich. Bin ich mir aber gerade nicht sicher an der Stelle. Aber. Ach, Ladevorgang. Master braucht unbedingt meine Attacke, die wirklich was macht. Habe ich die Befürchtung. Oh, irgendjemand hat ein. Ja, ich habe ein Level-Up.
Schön. Und Masa auch. Da, ah, cool. Sehr cool. Wir sind bei 20 Minuten nicht. Ich weiß halt nicht, wie groß dieser Dungeon ist, ist das Ding. Ich denke aber nicht, dass wir länger als eine halbe Stunde Fallschmerbe. Du machst mir echt Probleme. Weil Schmerbe Wasserattacken auch nicht so geil findet und er hat einen Belebersamen gefressen. Danke. Die scheiße teuer sind. Bedenke das, Leute. Die sind scheiße teuer. Ich meine, cool, dass wir Schwerbe doch behalten. Ich meine, da kann man einen Wälzer draus machen. Und Angela. Das ist. Es ist. Die Hölle für mein kleines Funpi. Aber das ist nicht gut. Aua. Es ist tatsächlich die Hölle für mich. Vorhin. Oh. Ein Schwapsel. Greife es an! Mach es tot! Danke. Das will ich tatsächlich nicht hinter mir her dackeln haben. Pokégeld. Yay! Ich nehme natürlich alles mit. Ich meine, warum nicht? Was haben wir da unten? Noch so ein Gummi. Orange-Gummi. Und dann wieder ein weiter Weg. Hey! Das muss auch hier irgendwo enden. Oh! Wow, sieh dir das an, TK! Sieh dir all die funkelnden Edelsteine an! Boah, sieh mal da, ein riesiger Edelstein! Toll, so einen gigantischen Edelstein habe ich noch nie gesehen. Was für ein unglaublicher Schatz. Alle werden staunen, wenn wir mit dem zurückkommen. Tja. Masa versucht, den riesigen Edelstein zu nehmen. Er rührt sich kein Stück. Er steckt wirklich fest. Kannst du es mal versuchen, TK? Oh oh. TK übernimmt und versucht, den riesigen Edelstein herauszureißen. Wow, der steckt wirklich bombenfest. Er rührt sich nicht. Nein, es bringt nichts. Du kannst ihn also auch nicht bewegen, TK. Aber Schmerbe da unten so richtig vereinsamt. Aber wir können nicht einfach aufgeben. Wenn wir uns genug anstrengen, muss es doch irgendetwas bringen. Ich versuche es nochmal, TK. Also versuchst du einmal den riesigen Edelstein herauszuziehen. Er lässt sich kein Millimeter bewegen. Ich habe eine Vision. Huch, oh nein. Es passiert schon wieder. Es ist... Aber das war... Es bringt nichts. Ich kann ihn nicht herausziehen. Durch Zufall drückt Masa gegen den riesigen Edelstein. Bam, bam, bam. Ach, das ist... Und aus. Was passiert jetzt? Ah, es ist eine Flutwelle. Wow. Mario. Wow, Luigi. Wow. Ich instant quit, instant down. Oh. Wo sind wir? Hallihallo, seid ihr zwei in Ordnung? Ihr seid aus heiterem Himmel heruntergeplumpst. Oh, ihr habt uns ganz schön erschreckt. Wo sind wir? Das ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle? In der Tat, das ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle wirkt Wunder für unsere müden Muskeln und steife Gelenke. Viele Pokémon kommen hierher. Sag, mein junges Pokémon, hast du eine Karte dabei? Karte? Wie Pokémon-Karte? Oh, wenn du unsere Wunderkarte meinst, die haben wir. Falte sie für mich auf. Und wir haben einen neuen Ort gekriegt. Da, hier sind wir. Hier liegt die heiße Quelle. Oh, verstehe. Der Wasserfall ist dort drüben, also. Hey, sieh mal, TK. Das Wasser hat uns den ganzen Weg bis hierher getragen. Meine Güte, ihr wurde dann vom Wasser hierher getragen. Was für eine lange Reise. Lasst die heiße Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch allen. Okay. Möchtest du einen Abenteuer speichern? Aber sowas von, Leute. Damit will ich mich auch für heute verabschieden. Ich weiß gar nicht, geht's hin. Ach komm, ich mach das hier einfach an den Punkt. Ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder.
Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat oder nicht, und mit einem Dislike und oder ein Like, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Part und bye bye.